verschlossen. Hm. Wo Anja wohl ist? Oh, die schlafen alle beide. Er schläft. Zarov. Er war ein guter Kunde. Du willst an mir vorbei? Niemals. Es sei denn, du gibst mir eine Eintrittskarte für den großen Zarov. Ich habe keine. Dann verschwinde. Konrad hat eine bekommen, also will ich auch eine. Aber Konrad hat schon alle Nüsse verkauft. Alle Bücher. Alles. Womit soll ich denn nun meine Karte bezahlen? Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzehrt. Wie die anderen. Du willst Zarov sehen. Wie die anderen. Aber du bist nur ein Kind. Ein Menschenkind. Ich kann es riechen. Du besitzt keine Wertpapiere. Keine Grundstücke. Nichts. Komm wieder, wenn du ein Gewerbe hast. Irgendetwas, mit dem sich spekulieren lässt. Ich glaube, der nimmt mich nicht ernst. Und der riecht nach Alkohol. Okay. Also brauchen wir also ein Gewerbe. Ja, die beiden sind ja auch weg. Schade. Ja, wir gehen einfach erstmal durch die ganzen Screens nochmal durch und gucken mal, wen wir hier so finden. Hast du meine Handtasche gesehen? Nein. Ich will sie gegen eine Eintrittskarte für den großen Zarov eintauschen. Die Igelbrüder haben auch schon eine. Da muss ich hin. Aber du hast doch so lange auf deine Tasche gewartet. Ach was, du hast keine Ahnung. Du bist langweilig. Geh weg. Okay. Aber er ist immer noch da. Mal gucken. Ja, das ist natürlich hier schon krass, was hier losgeht. Okay, was ist denn, wenn wir bei den Zwergen mal vorbeischauen? Da doch, genau da lang und dann da lang. Okay, hier sieht es auch irgendwie unverändert aus. Die sind wahrscheinlich am Pennen. Kriegen aber schon mal gar nichts mit. Verschlossen. Was? Verschlossen. Was? Da drin kann ich die Blausaftmaschine der Waldzwerge sehen. Okay. Krass, dann sind die Waldzwerge auch weg. Was macht denn hier hinten das Radio? Du kannst doch in die Zukunft sehen. Sag mir, wann ich Zarov sehen werde. Ich muss ihn sehen. Ich muss. Ich kann nicht die Zukunft sehen. Meine Kugeln aber. Dann noch eine für mich. Einen Laubtaler für deine Zukunft. Gut, gut. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Wollen wir doch mal sehen. Interessant. Es ist eine schwarze Zukunftskugel. Diese sagt, sei ein guter Freund, denn es nähern sich gute Feinde. Du wirst Zarov nicht sehen. Was? Aber ich muss... Das Schicksal ändert sich mit jeder Sekunde. Vielleicht hast du jetzt mehr Glück. Noch eine Kugel. Eine blaue Wurzel. Okay. Herr Gräber, ich... Noch eine Kugel. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Es ist eine schwarze Zukunftskugel. Eines Tages wird alles Sinn machen. Leider nicht für dich.
Du wirst Zarov nicht sehen. Was? Aber ich muss? Das Schicksal ändert sich mit jeder Sekunde. Vielleicht hast du jetzt mehr Glück. Noch eine Kugel. Kitsune. Nein! Jerry, ich komme nicht raus. Ich kann nicht. Mach, dass er weggeht. Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersehen? Selbstverständlich. Wollen wir doch mal sehen. Interessant. Hurra! Es ist eine weiße Zukunftskugel. Diese sagt, tanze voll Glück, denn das Glück ist dir glücklich im Hold. Oh ja! Da sticht mich doch eine Nessel. Was hat der für ein Glück? Ja, ja. Die Weißen bringen Glück. Doch die schwarzen Kugeln leider nicht. Das größte Glück ist, Zarov zu sehen. Noch eine Kugel. Einen Lapp. Aber ich habe all mein Geld ausgegeben. Ich nehme... Was auch immer Sie wollen. Ich will... alles. Deinen... Natürlich. Und jetzt eine Kugel. Wollen wir doch mal sehen. Interessant. Welch ein Glück. Du darfst Zarov sehen. Zarov. Endlich. Ich... Okay. Ich verstehe es noch nicht so ganz, was hier gerade abgeht. Oh nein, die Stubenpfleger, oder? Was? Wo ist sie hin? Achso, da ist sie wieder. Okay. Das nehme ich mit. Genau, nehmen sie mit. Worum auch immer. Können Sie mir auch die Zukunft voraussagen? Das macht einen Laubtaler. Kann ich auch... Mit 20% Zinsen kannst du bei mir... Pro Jahr? Pro Tag. Die allwissenden Kugeln werden... Wie hätte es anders sein sollen? Dunkle Wolken ziehen über dir auf. Hätte ich ja wissen können. Das Unglück folgt dir. Ja, ja, ist ja gut. Glück bleibt dir fremd. Der ist wohl erstmal mit sich selbst beschäftigt. Glücklich wirst du nicht. Nein, nein. Es ist deine Schuld. Aber du wirst nichts dagegen tun. Unglück wird über dich kommen. Ich wollte nur... Lügsager. Oh, entschuldige, Sumse. Na, wirst du? Fass! Wo springen die Glückskugeln heraus? Unglück wird über... Ich wollte... Es hat nicht sollen sein. Ah, okay. Einen Moment. Können Sie mir auch die Zukunft voraussagen? Das macht einen... Kann ich auch... Mit ja, machen wir später. Genau. Okay. Dunkle W- Hätte ich ja wissen können. Das O. Ja, ja. Glück bleibt. Okay. Der ist wohl erst. Glücklich wirst. Es ist deine Schuld. Aber du wirst nichts dagegen tun. Entschuldige, Sumse. Komm her, du sattiges kleines Ding. Unglück wird. Lügst. Okay, ich brauche also irgendwas, was ich da reinwerfen kann. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter. Gucken wir einfach, vielleicht haben wir irgendwo noch was. Bei hier sieht es auch eher mau aus.
Na gut. Na gut, würde ich mal sagen, gehen wir mal zu dem, Oh, also müsste ich ein... Gehen wir mal zu dem, Zauberer. Gucken mal, was der so sagt. Beziehungsweise, ob der überhaupt da ist. Das kann natürlich auch sein, dass der gar nicht da ist und wir den irgendwo anders suchen müssen. Deswegen schauen wir doch einfach mal, was hier los ist. Okay, der ist gar nicht... Oh, er ist auch in so einem Ding gefangen. Hallo? Stark. Ist jemand da? Wo ist der alte Magier nur hin? Da. Moment mal. Ist das nicht... Huch, wie bin ich denn hier hochgekommen? Ich war das. Was machen Sie denn in der Flasche? Hilf mir hier raus. Aber wie? Zerbrich. Das Kristall. Ja, nichts leichter als das. Nein, machen wir mal im Nagel rein. Ey, du sollst das Ding kaputt machen. Da muss kein Kleber. Okay. Ist vielleicht irgendwas drin? Ein Monokel. Natürlich. Das bringt nicht. Das bringt nicht. Oh, ganz schön tief. Hilf mir hier raus. Aber wie? Zerbrich. Das Kristall. Ja. Leer. Aber kann ich dich nicht vielleicht einfach darüber... Prall gefüllt mit irgendwas. Die Naht platzt fast schon auf. Könnte ich nicht dich irgendwie da runterschubsen oder so? Nice. Das nehme ich mit. Jetzt habe ich also Mais. Natürlich. Mais wäre auch das erste gewesen, was ich mir gewünscht hätte, damit ich ein Kristallglas kaputt kriege. Weil jetzt fällt mir direkt was ein, was ich tun soll. Warte mal. Das klappt so nicht. Du bist immer so negativ. Das bringt nichts. Ja, ganz schön tief. Warum schiebst du denn nicht einfach das Glas darunter? Und dann geht es kaputt oder so. Kannst du noch irgendwas oben machen? Und, sieht fast aus, als ob das Regal bald auseinanderfällt. Bald, aber noch nicht. Könnte ich nicht hier, Moment. Könnte ich nicht da den Maiskorn rein? Maiskorn in Position. Und jetzt? Genau. Hm. Ja. Die Sonne beleuchtet das Maiskorn so dramatisch. Genau. Und jetzt mit dem Monokel auch da schön drüber und dann poppt das Maiskorn und dann macht das irgendwas. Wow, okay. So hatte ich es mir nicht vorgestellt, aber war auch cool. Du hast mich befreit. Na klar. Was ist passiert? Das Konsortium Squamata ist über Mauswald gekommen. Mir ist es gelungen, einen von ihnen in eine Bannflasche zu sperren. Doch dann habe ich mich selbst ins Kristall verbannt. Konsortium Squamata, ein Konsortium von Echsen. Sie haben schon viele Welten heimgesucht. Doch sie reisen diesmal im Schatten eines viel größeren Unheils. Ja, der Marquis ist verschwunden. Und mein Zuhause auch. Der Marquis. Darum also. Etwas Dunkles hat sich im Herz des Portalsystems festgesetzt. Ich werde versuchen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen.
um Mauswald zu helfen und nach Hause zurückzukehren, musst du mir die Echsen bringen. Nimm diese Bannflaschen. Denk dran, die Echsen selbst müssen sie öffnen. Sonst ergeht es dir wie mir. Und Mauswald und dein Zuhause sind verloren.